Liebe Gemeinde, willkommen hier beim Hauptmenü, wo wir die Story direkt fortsetzen sollen. In der letzten Aufnahme haben wir den Joker gestoppt, dabei Dinge in die Luft zu jagen. Erstmal reden wir mit Alfred. Wie sieht es bei dir aus? Unter diesen Umständen ganz gut. Ich vermute, wir werden morgen früh keine Geschenke auspacken. Aber jetzt gilt es erstmal ganz zack zack, den Bane zu finden, der nämlich entkommen ist. Wir haben noch ungefähr 2 Stunden, wenn ich das richtig durchgerechnet habe. Ansonsten werde ich irgendwie strecken müssen, zurechtschieben müssen. Die Leiche der Leichen halt des GCPD scannen. Und da können wir nicht hin, weil wir dafür erstmal diesen Turm hier machen müssten. Das heißt, wir reisen erstmal direkt hier hin. Komm. So, wir reisen hin. Master Bruce. Stopp. Master Bruce. Bruce, ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Sie sind diesen Killern unterlegen und was? Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fonds und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich will nicht, dass Sie deshalb sterben. Alfred, wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Während du nachts hier bist, bin ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen das und den Raubtieren. Sein. Nein, nicht mag sein. Es ist, wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt. Das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Morgendämmerung freuen. Also nein, Alfred. Ich bin dem gewachsen. Die Nacht wird nicht mein Ende sein, aber ihres ganz bestimmt. Weil ich Batman bin. So. Dum-tudum. Ich hoffe, Sie verstehen. Wir müssten jetzt den GCPD marschieren können, nachdem was passiert ist. Ich weiß, dass das nicht geht. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. In der Tat. Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Sie verstehen. Es war nur, weil... Schon gut. Ich verstehe. Ja, der Alfred will natürlich nicht auch noch Bruce verlieren. So. Jetzt haben wir auch die Klebegranaten, nicht wahr? Fünf. Okay. Wir werden die nachher ausprobieren können. Okay, das ist ein bisschen sehr lusch gewesen. Ach ja, hier ist natürlich so Riddler-Scheiße. Wir lassen uns von nichts ablenken. Wir probieren das gar nichts aus. Wir... Aua. Ich habe ein paar Ruckler hier und da oben. Also Black Mask ist nicht tot? Nö. Und er hat Loeb nicht getötet? Huh. Nö. Und irgendein Neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht. Yep. Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte. Yep. Und der ist jetzt im Blackgate? Ja. Huh. Aua! Willst du hier das Maul? Nö. Hat der Arsch uns gesehen? Wir sollten erstmal dahin rüber gehen. Oh. Das tat weh. Elendige Scharfschützen. Wir müssen da rein. Wo können wir rein? Detektivmodus. Aha. Gut, es müsste uns möglich sein, den Scharfschützen auszuschalten. Wenn wir ganz vorsichtig sind. So, Scharfschütze ist weg. Schnell nach da oben. Ich glaube, wir können nicht über denselben Weg rein wie letztes Mal, nicht wahr?
wäre nämlich zu einfach. Wir sind ne, wir starten ab dem Checkpoint 9, das setzen wir so nicht durch. Wir müssen das so einfach, so schnell wie möglich irgendwie machen. In der letzten Aufnahme waren wir auch beim... Wo ist das jetzt, wo wir hin müssen? Ach, jetzt sind wir natürlich hier. Scheiße, wir müssen den ganzen Weg nochmal, das war dumm. Das war jetzt auch sehr toll, Bruce. Kopfgeld gibt. Ja, das glaube ich irgendwie auch nicht. So, da erinnere ich mich noch an der Scheißschütze. Also müssen wir versuchen, da irgendwie anders hinzukommen. Du sagst also, Black Mask ist nicht tot? Oh. Nö. Und er hat Lob nicht. Das ist ein beschissener Scharfschütze da hinten. Nö. Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang. Nö. Und irgendein Neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht. Yep. Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte. Yep. Und der ist jetzt im Blackgate? Yep. Und wer kontrolliert dann jetzt die Gang von Black Mask? Wie kommen wir da rein? Willst du hier das Maul? Nö. Ich glaube, das ist, wo wir da tatsächlich einfach nur reingleiten sollten, vielleicht. Kurz schauen, wie sind die Patrouillen hier? Ich glaube, wir müssen wirklich diesen Vorereingang rein. Und da ist so ein Riddler-Scheiß-Teil. Können wir vielleicht einfach an den vorbei? Ganz sneaky. Die Eingangstür ist keine Option. Durch die Kanalisation sollte ich reinkommen. Gut zu wissen, Batman, dass du mir das jetzt erst sagst. Durch die Kanalisation, okay. Wo ist der Eingang dafür? Das da unten soll die Kanalisation sein? Ah, na super. Dann sollten wir zuerst wirklich den Scharfschützen ausschalten. Sobald der sich umdreht. Die patrouillieren ja aber richtig krass. Nein. Ah, das war jetzt ein A. Wir haben ein A bekommen. Lass die Donuts liegen. Was zum... Schnell willst du da rein. Oh, oh. Wir haben ein Problem. Wir müssen da... Ich will nur rein. Kann ich hier bitte einfach durch? Worauf wartet ihr denn? Ach, Bereich sicher. Na super. Ach du Scheiße. Wir haben ein Problem. Scheiß Schusswaffen, ich hasse Schusswaffen. Aua. Ich habe das Klicken gehört. Ich habe das Klicken gehört. Hurrah!
Fackernschuhe! Und tschüss, Freunde! So. Stufenaufstieg! Dann nutzen wir den direkt erstmal. Nahkampfverbesserung. Erschütterungsbetäuber, ja. Erschütterungszünder meine ich. Ja, schön. So, Combo haben wir schon jetzt verbessert. Schlägt mir erhöht die Effizienz. Nicht die zur Eindämmung von Massenunruhen verwendet wurde. Blenden verwirrt jeden innerhalb des Explosionsradius. Haben wir vielleicht bei unterstützender Verbesserung noch irgendwas? Ach ja, da müssen wir hier den ganzen Kundenkram erlernen. Das können wir ja gar nicht lernen, weil wir es alles so schon gelernt haben. Dann unsichtbare Jägerverbesserung. Ein Klebergrad und ein Annäherungszünder. Was haben wir sonst noch hier? In Jägerbegegnungen. Um Minen per Fernsteuerung zu sprengen. Eine weitere Ladung hinzu. Erhöhe die Anzahl deiner schweren Spurengeschosse um 1. Was haben wir hier? Wir sollten die Rauchbombe, denke ich mal, verstärken. Oder was ist das hier? Wärmebild verschleiern. Also verbessere deinen Anzug mit einem speziellen Tarnmaterial, um dein Wärmebild zu verschleiern und dich für infrarotsichtbare Geräte unsichtbar zu machen. Klingt noch was nützlich. Aber erst einmal Rauchbomben, weil das ist, was wir brauchen könnten im Moment. So, in die Kanalisation. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Ich habe 15 Uhr. Wir nehmen nicht schon 18 Minuten auf. Nein, das ist Spaß. Mit Klebergranate. Der Klebergranate kann ich die Rohre, aus denen der Dampf kommt, abdichten, damit ich weiter kann. Das wird uns beim Riddler auch aushelfen. Wo wir schon vom Riddler reden. Was ist das? Aha. Kryptografischer Sequenzer. Nein. Ach ja, natürlich. Schockhandschuhe. Und jetzt den Sequenzer. Och, du Scheiße. Den Sequenzer. Ah, okay, nochmal. Ich lasse mich natürlich nicht ablenken. Wirst du verhalten. Profitiere. Gut. Sonst was hier? Nein? Gut. Wo geht diese Tür hin? In den Kontrollraum. Wo geht's hier lang? Ja, hier müssen wir durch, das ist klar. Dann gehen wir erstmal hier hinten in den Kontrollraum. Ach nee, das war diese Geschichte hier. Da können wir später wieder hin. Hier müssen wir gerade gar nicht lang. Das hatten wir ursprünglich gesprengt, glaube ich. Als wir Black Mask und so weiter folgen mussten. Also als wir dachten, dass wir... Huch! Oh. Was haben wir jetzt getan? Ah, natürlich klettert er wieder bis ganz nach oben, anstatt weiter zu schwimmen. Das ist ein Job für die Batclaw, wie es aussieht. Ich weiß aber nicht ganz genau, wofür. Ah. Okay, dann probieren wir hier. Was machen wir gerade hier? Das ist Schwachsinn. Wir stehen hier nämlich auf keinem bewegbaren Untersatz. Gehen wir erstmal wieder nach oben.
denke, wir können ohne jedes Problem darüber segeln hier. Ich weiß aber echt nie noch nicht, was diese komischen Ankerpunkte hier bedeuten sollen. Eine Tür, die wir vermutlich nicht öffnen können, nicht wahr? Doch, doch. Ah, dann habe ich wirklich keine Ahnung, was die Ankerpunkte bringen sollen. Ich habe kleine Ruckler im Spiel. Hier hätten wir auch gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Ach, wir sind jetzt hier bei der Krankenstation. Von hier aus können wir natürlich im JCPD unterwegs sein. Ach, hier brennt es zum Glück noch. Das sind die am längsten brennenden Kartons, die ich je gesehen habe. Matratzen, über die wir nicht rüberkommen können. Damit wir uns nur einen Weg haben. So. Erstmal ein bisschen zurücklehnen. Damit ich hier nicht so sitze wie so ein Brett. So, einmal nach oben. Müssen wir hier rein? Nein, glaube ich nicht, oder? Das ist das Serverraum hier, wo wir sind. Schauen wir auf die Karte. Wir müssen dahin. Und dahin kämen wir durch diese Tür da. Hä? Nochmal. Den Gang entlang, okay. Kommen wir nicht gerade von hier? Wir kommen gerade von hier. Ach ja, natürlich. Ist das falsch gewesen, was wir getan haben? Wozu sonst konnten wir gerade mit den Klebergranaten da aufmachen? Wieso habe ich so komische Ruckler drin? Ach, weil er speichert offenbar. Da ist doch so ein Riddler-Scheiß-Teil drin. Können wir uns doch später holen. So, dann müssen wir jetzt da lang. Wo wir auch reingekommen sind. Und Schnauze. So. Sequenzer. Totenhaus, natürlich. Es ist nicht Bane, aber einer seiner Männer. Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe. Ich sollte seine Leiche scannen. Okay. Ja? Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht, die seine Physiologie verändert hat. Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen, um mehr herauszufinden. In ja, ich weiß, wo der ist. Sollte der Obduktionsbericht gespeichert sein. Ich kann mir groß wohl denken, wo der ist. Interessant. Das Opfer nahm eine starke Mischung, ähnlich der Droge Venom, bevor es starb. Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke.
Oh. Was auch immer genau diese Mischung ist, sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten, einschließlich schwerer Gedächtnisschäden. Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen. Banes Peilsender. Wo geht das jetzt hin, da unten? Was müssen wir jetzt machen? Ah, es gibt eine Falltür hier. Und da unten ist ein Nigma, natürlich. Moment mal. Halt, ich möchte wieder hoch. Batman! Und wurden Schüsse in der Nähe des Royal Hotel gemeldet. Laut Zeugen kämpfen zwei bewaffnete Gruppen anscheinend um chemische Waffen. Alle verfügbaren Officer sofort zum Einsatzort. Jetzt kommen wir kommen doch nicht mehr hoch. Chemische Waffen. Das sollte ich mir ansehen. Und wie kommen wir... Okay, gut. Müssen wir nachher nochmal ins GPD einbrechen, wenn wir die Riddler-Rätsel machen. Ach, gibt's hier keinen schnellen Weg raus? Andererseits sind wir vermutlich den schnellen Weg raus. Und die Sache hier mit... Moment mal, da unten sehe ich vielleicht, was man machen könnte. Da ist irgendwie... Da ist was, da ist so ein komischer Gang. Ach, komm. So. Einfach mal raus aus der Kanalisation. Mal gucken, ob uns irgendwelche Leute erwarten. Nö. Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen, bevor ich das Signal verliere. Ja. Und wir sollten uns zu Bane auf den Weg machen, bevor Weihnachten ist. Scharfschützen, natürlich. Und flieg, Fledermaus! Was ist denn hier auf der... Sekunde mal. Da liegt einfach so ein Ritterteil irgendwo rum. Das ist manchmal sehr komisch zu fassen. Da ist schon wieder so ein Ritterscheiß. Riddler ist überall. Na gut, es ist nicht so schlimm wie in Arkham Knight. Davon kann Gronkh ein Lied singen, denke ich. Der muss es immer noch machen, finde ich. Ich will es unbedingt sehen. Ich will ihn leiden sehen. Aber gut, davon. Aha. Na, da können wir uns nicht hochhaken, das sehe ich gerade. Ich habe wirklich komische Ruckler drin im Spiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Flieg! Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Das war jetzt interessant. Da können wir es natürlich hochschleudern lassen. Aua! Bist du wohl?
sterben! Mist! Was passiert hier gerade? Wie? Einfach von irgendwelchen Pinguin-Typen abgeschlachtet worden. Und deswegen bin ich der Boss. Und jetzt entschuldigt mich. Das Geschäft wartet auf mich. Verpisst euch! Das fand ich jetzt nicht nett. Wie random war das jetzt? Sekunde, wir möchten hier nach oben haken. Das ist doch alles Schwachsinn jetzt gerade. Wir müssen gerade wir müssen gerade nach hier, nicht wahr? Da sind wir hier gerade komplett falsch. Wir müssen einmal hier um dieses Gebäude drumherum. So geht das schon besser. Da geht's schon viel besser. Das war kein guter Plan. Boah. Er gehört uns. Du bist erstmal ruhig hier. So, wir hätten natürlich sehen müssen, dass das Scharfschützen sind. Verdammt. Erstmal ruhig sein hier. Wir müssen Dinge erledigen und da stehst du leider im Weg. Da ist ein Scharfschütze, da ist so ein Typ. Das sind Banes Söldner, die wir hier gerade, denen wir gerade gegenüberstehen. Wir wären besser beraten, wie wir aus der Richtung kämen. Sondern der Scharfschütze da eben nicht hinguckt. Da können wir nicht anhaken aus Gründen. Wo ist Bert? Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Das ist ein entscheidender Moment. Bane hat ihm andere Befehle gegeben. Kümmere dich um die Befehle, die Bane... Was? Entschuldige bitte, aber ich muss hier weg. Über seinen Kopf können wir hinwegfliegen. Warum haben wir es nicht gleich so gemacht? Der kommt jetzt gleich an uns vorbei. Wir können einfach auf das Schild drauf hängen. Oh, guck mal, das Riddler. Natürlich.
Du kannst mich gar nicht sehen da unten. Ich bin zu weit weg und ich bin Batman. Huch. Oder so. Ja, du siehst einen Scheiß. Er hört mich nicht, also siehst du mich auch nicht. Ruhig. So. Dein Fehler. Oh! Mist, du hast meine Kombo gebrochen, du Penner! Mist, du hast meine Kombo gebrochen, du Penner! Mist, du hast meine Kombo gebrochen, du Penner! Wie oft kommt das noch vor in den nächsten 2 Sekunden? Alter, ich... Die sind ein bisschen härter drauf, die Typen hier. Außerdem sitze ich nicht richtig. Jetzt mit der Kombo haben wir mal unsere Kombo irgendwie selbst gebrochen. Du hast gut gekämpft. Und du nicht? Das Signal, das ich gesehen habe, kam irgendwo aus Richtung dieses Tunnels. Aus der Kanalisation. Wir wissen es doch garantiert, dass es aus der Kanalisation hier kommt. Können wir jetzt hier rein? Was ist los? Wieso kommen wir hier nicht? Ich denke, wir müssen hier in die Kanalisation. Der Gully ist doch so offensichtlich. Ah, hier ist eine Tür. Und das wäre... Das war zu offensichtlich jetzt. Natürlich wissen wir, dass der Riddler auch irgendwo hier sein wird. Hier kommen wir nicht durch, aber zum Glück gibt es diese schönen Belüftungsschächte hier. So, weg damit. Damit. Und das ist schwachsinnig gewesen. Ach, der Riddler. Wer auch sonst. Dahin sehe ich aber gerade keinen hinkommen. In die Fernlenkkralle hängt da irgendwie anders. Oder? Hm? Ah, er kann hinkommen gerade. Ey, Leute. So, du bist also direkt ausgeschaltet hier. Was für ein Venom-Typ ist, ich seh's doch. Oh nein, er hat Venom genommen. So. Venom bringt natürlich auch nichts. Komm. Der hat jetzt die Kombo nicht gemacht. Aua. Nein, 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 nein. Nichts da. So, jetzt haben wir ihm sein Venom genommen. Jetzt können wir ihn verprügeln. Wirst du wohl. Schockhandschuhe! Und Batarangs. Oh, wie ist der denn geflogen? Und du bist erstmal mit gebrochenem Kiefer unterwegs. So. Explosivgel. Ah, da kann man die Fennekralle anbringen. Das müssen wir kurz machen. Nein, kann man nicht, weil da eine Tür im Weg ist. Die wir im Moment nicht beseitigen können. Oder wenn, dann wüsste ich nicht genau wie. Also
Nun ja. Ich sollte mit meiner Klebergranate ein Floß bauen. Ach! Na, das ist gut zu wissen. Na, gut zu wissen, dass das geht. Na, das hätte dann erklärt, wie wäre das Riddler-Rätsel da unten in der Kanalisation beim GCPD gekommen wären. Gut, dass wir die Klebergranate haben. Da kann man doch ranspringen, oder? Du willst mich verarschen, Batman. Ah, hat aber trotzdem geklappt. Das wäre ein zu großer Witz gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Eine Tür. Hua! Zwei Venom-Typen! Aua, da wollte ich ausweichen, nicht, hüpf! 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 Bring Kane seine Leiche! Aua! Aua, ich wollte kontern! Au! Dieser Schildarsch, der ist so nervtötend. Du bist ein würdiger Feind. Das war nutzlos, verdammt. Oder eigentlich auch nicht. So. Du kämpfst gut. Ach, wir können ja zwei Kombo-Angriffe durchführen. Fällt mir jetzt gerade ein. Oh, der ist ausgeschaltet. Die sind alle ausgeschaltet. Da kriegen wir ein B für, natürlich. Na gut, wir waren auch nicht so genial drauf gerade. Das ist Banes Hauptquartier. Nehmen auf seit... Mein Peilsender ist hier. Eine halbe Stunde ungefähr. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Gut. Projekt TN1. Bane experimentiert wohl mit einer neuen Art Venom. Was auch immer es ist, es muss die physiologischen Schäden an der Leiche im GCPD verursacht haben. Batman kann reden, ohne Lippen zu bewegen, weil er Batman ist. Das ist Bauchrednerkunst von ihm. Ein Teil dieser Forschung ist der Überwindung seiner eigenen Sucht und Abhängigkeit von Venom gewidmet. Ohne es kann er nicht überleben. Können wir eigentlich dieses komische, belastende Material... Können wir es dann irgendwann... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist möglich, dass... Gotham Infos... Ich habe keine Ahnung. Da werden wir eines Tages noch rausnehmen. Das können wir schon alles anhören, die ganzen Tonbänder. Beeindruckende Arbeit. Aber Bane hat anscheinend keine Lösung für die schädlichen Nebeneffekte der Verbindung am Gedächtniszentrum des Gehirns gefunden. Bane arbeitet also an einer neuen Art Venom. Vermutlich, um seine Abhängigkeit zum bisherigen Venom zu brechen. Oder um sein derzeitiges Venom sowieso noch einfach noch effizienter zu machen. Neurologische Forschung. Ah, das ist dahinter. Da wären wir. So ein Rechner hätte ich auch gerne, glaube ich.
Der Peilsender. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ihre Zeit ist abgelaufen. Bane weiß, wer wir sind. Das ist ungesund. Weiß, wer ich bin. Du bist nicht mehr sicher in Wayne Manor. Verstanden. Ich rufe die Polizei. Nein, ich darf nicht riskieren, dass auch sie meine wahre Identität aufdecken. Verbarrikadier dich in der Bathöhle. Was werden sie tun? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich überlege mir was. Ich muss zurück zur Bathöhle. Schnell. Ja. Das war noch schnell diese Enigma-Truppe. Diesen Riddler-Kram hier mitnehmen. Wie kommen wir am besten raus? Gibt es einen schnellen Notausgang? Nein? Ja. Ah doch, wie es aussieht, wird das einfach als Notausgang angesehen für uns. Finde ich nett. Oder auch nicht. Wir müssen mit dem Floß, wir müssen den Klebegranatenfloß reinmachen. Wiederhole. Verdächtiger hat ein Jetpack und einen Flammenwerfer. Mehrere Geiseln an der Pioneer Bridge. Firefly. Er weiß wohl nicht, dass der Joker geschnappt wurde und bringt diese Leute in Gefahr. Klebegranate, mach einen Floß! Delta 6 an Zentrale. Wer ist der leitende Offizier bei der Pioneer? Captain James Gordon ist leitender Offizier. Ah, dann müssen wir erstmal Firefly beseitigen. Wie wollen wir jetzt hier rauskommen, wenn Batman keinen Floß machen kann? Jetzt geht's. So. Ganz komischer Scheiß immer. Wir müssen warten, dass das Symbol dafür erscheint. Ach, wir kommen nicht bis da ganz da hinten durch. So, dann müssen wir aber schnell zur Brücke. Oh, Sole mio. So, rüber da. An der Brücke könnten viele Leben auf dem Spiel stehen. Wenn ich Fireflies Funk hacken kann, kann ich mehr rausfinden. Ach, natürlich. Erstmal hinsetzen, ein bisschen rumhacken. Und wenn die Cops irgendwas versuchen, töte ein paar Geiseln. Kein Ding. Und wann machen wir die Bomben scharf? Erst wenn die Fledermaus auftaucht. Wir warten die ganze Nacht, wenn es sein muss. Es geht hier um 50 Millionen. Alfred, Firefly hält Geiseln an der Pioneer Bridge fest. Ich muss mich um ihn kümmern, bevor ich zurückkomme. Die Polizei kann doch sicher mit Mr. Linz umgehen. Besonders nach dem, was wir gerade erfahren haben. Ich kann diese Geiseln nicht im Stich lassen. Sie sind nur wegen mir in Gefahr. Wegen dem Kopfgeld des Jokers. In der Bathöhle bist du sicher. Na, das hoffen wir mal. Da kommen wir später mal zurück. Aber jetzt dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Hopp, 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 es gilt, Geiseln zu retten. Weil wir Batman sind. Ach. So, schnell raus hier. Zur Brücke. Oh nein. Diese Zusammenarbeit mit dem Joker ist schlecht. Er ist ein Licht. Wenn er klug ist, hält er sich von uns fern. Die verdammte Fledermaus ist genau hier. Lass mich in Ruhe. Ich bin gerade am Arbeiten. Es versucht er denn diesmal. Die Fledermaus. Ach, Ben, Typ natürlich. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Ich will hier nur raus. So. Ich muss hier gerade. Alter, die. Nein, war er nicht. Das ist eine Einbildung gewesen. Das hier ist eine Geiselnahme, Leute. Geht in Position und wartet auf meine Befehle. Provoziert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geiseln auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position.
So. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann. Der Batwing, aha.